Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Ich habe es immer noch nicht geschafft, hier den Ort, also den Punkt für den Ort der Gnade zu finden, wo ich mich ransetzen kann. Leider. Aber ich hatte jetzt keinen Bock hier noch wirklich Ewigkeiten quasi mit zu verbringen. So, wo zur Hölle? Ja, das macht sowas ist halt echt ärgerlich. Ansonsten ist das Spiel halt echt großartig, aber sowas ist dann echt etwas, wo man nicht gut. Gar nicht toll. Schöner Ausblick, Vorsicht, Loch. Heiligfett, interessant. Ich muss ja sagen, ein bisschen erinnert mich das so an. Wie ist die nochmal? Ich habe gerade den Namen vergessen. Oben in. Oh. Ich glaube, da muss ich hin. Oben in Dings. Fuck, ich habe gerade echt einen. Auch einen Hänger. Ist das eine Träne? Wäre schön. Wenn ich jetzt hier oben rasten kann, dann wäre das mal sowas von bescheuert. Oh, okay, interessant. Ich möchte da eigentlich ganz gerne rauf, Menno. Oder komme ich da erst späteren oder? Oder von hier so gar nicht. Aha, da unten. So, ich weiß jetzt nicht. Weitergehen, Freund voraus. Hi. Das ist jetzt natürlich. Ey, wieso habe ich jetzt einen Hänger? Dass das Spiel jetzt eben gehangen hat, war ja auch mal wieder sehr bescheiden. Gut. Okay, damit habe ich wenigstens den Ort der Gnade. Damit kann ich wenigstens zu dem anderen Ding schnell zurückkehren. Segen des Erdenbaums. Blessing of the Earth Tree. So, dann nutze ich das hier schon mal für einen Stufenaufstieg. Ich habe hier vor, erstmal auf 35 hier jetzt Stärke hochzukriegen. Hi. Ah, der respawnt nicht. Sehr schön. Gut, dann laufe ich zurück und gehe da den anderen Weg mal. Da war ich schon. Hier unten ist nichts. Die Burg sieht ja auch mal sehr cool aus dort. Und
Ja, nee, ist klar. Gut. Was soweit? Oh. Voraussuchen, aha. Bogen voraus. Erdenbaumbogen. Mit der Leiter treten. Damit habe ich dann doch hier wahrscheinlich auch einen Shortcut freigeschaltet. Ja, habe ich. Sehr schön. Gut, dann laufe ich wieder hoch, weil da oben ist ja noch ein Item, das ich gerne haben möchte. Das lasse ich mir dann nicht entgehen. Das Item hier. Prinzipien der goldenen Ordnung. Okay. Was ist das für ein... Das ist irgendein... Ja. Gibt es in Klecker? Gesetz der Regression und Radagons Licht, die Gebetsmutter von Fundamentalisten der goldenen Ordnung, eine anspruchsvolle, komplexe wissenschaftliche Abhandlung über die Grundprinzipien in der Ordnung, kann einem studierten Kleriker übergeben werden, um Zugang zu den folgenden Anrufungen zu erhalten. Okay. Hier ist immer noch nichts. Wäre ja auch zu schön und einfach. Gut. Okay, bevor ich da... Oh, wie süß. Kein Liebhaber voraus, auch Menno. Ich glaube, da ist jemand runtergefallen. Festung Nacht, okay. Okay, Regression enthüllt das Geheimnis. Okay. Okay, das heißt, damit, dafür brauche ich wahrscheinlich die Regression. Hi. Heiligfett und so. Das werde ich dann, denke ich, gleich mal machen. Oh. Unangenehm. Danke. Nicht gut, das war timingtechnisch nicht optimal. Danke. Das ist schon besser. So. Damit ist der da weg. Halt. Du kommst hier denn zurück oder was jetzt?
Komm, 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 komm. Ah, fuck it. Hier scheint das Viech ganz wild hin und her zu laufen. Dann sollte ich vielleicht mal schauen, dass ich es hier vielleicht irgendwo treffen kann, hoffe ich. So. Wieso? Wenn nicht so. Oder wieso, wenn nicht so, ist auch gut. Ich meine, so geht's auch. Da brauche ich mir nicht den ganzen Stress für machen dann. Okay. Ich habe doch einen Ring, womit ich Fallschaden niedriger machen kann. Ja, ich denke, den sollte ich mal jetzt nutzen. Oh, puh, Glück gehabt. Hi. Blitz von Grandsex. Grandsex? Mhm. Dein Schwertschlüssel. Ansonsten hier noch irgendwas? Ah, Haus. Mhm. Scheint gerade nicht so zu sein. Dann schaue ich mal einmal hier runter. Dann rüste ich hier mal wieder den Dings aus, die Schildkröten-Talisman. Also ich weiß nicht, ich möchte da gerade nicht runter droppen, daher gehe ich erstmal hier längs. Und da ist eine Glocke. Mhm. Oh, und damit habe ich doch eine Leiter aktiviert. Okay, vielleicht soll ich erstmal nicht die Leiter nehmen, sondern der Dicke sieht potenziell ungemütlich aus. Oh. Lionels Beinschienen. Mhm. Sterbebettkleid. Hier ist eine Gnade. Hey Dicker, jetzt habe ich kein Problem damit, dich zu bekämpfen. Okay, du bist aber mal ziemlich aggro. Der war ziemlich aggro drauf. Schmiedestein 6. Mhm. Da geht's auch weiter. Da geht's weiter. Mhm. Monstrum voraus, daher Gnade suchen. Mhm. Oh, hi. Aber das war irgendwie komisch.
Kann ich mal bitte, danke. So. Aha, eingesprungener Topf. Oh, hi. Einer von denen, Fendios, ist das? Oh. Aua, der ist aber mal... Mit dem habe ich aber mal wesentlich mehr Probleme gerade. Ich bin tot. Der war mal etwas mieser drauf, würde ich behaupten. Komm, lade. Ah ja, stimmt. Ich sollte auch nochmal das mit der Regression gleich machen. Nein, dich ignoriere ich. Ein Monsterum. Ist hier hinten irgendwas noch, oder? Hm. Schmiedestein 6. Goldener Fall. Sorry, aber... Obwohl, das geht sogar noch. Oder vielleicht auch nicht, wenn ich die... Ah, fuck, bei dem Ding denkt sich halt die Frames. Nein, danke. Könnt ihr euch da nicht gegenseitig bekämpfen? Hi, Aber... Okay, puh. Ich habe den tatsächlich gekillt bekommen. Und eine goldene Saat dafür bekommen. Sehr schön. Der andere ist tot. Hoffe ich zumindest mal. Ja. Könnte der gewesen sein. Ich gehe davon aus, dass ich da eine goldene Saat bekommen habe, dass der auch nicht wiederkommt. Ich würde es zumindest bevorzugen, wenn er nicht wiederkommen würde. Tue voraus. Mhm, hier ist doch. Ich wusste es. Es war sowas von Kalles hier. Oh fuck, das ist aber nicht weniger ein Gegner.
Trink mal lieber ein bisschen was hier. Oh. Hm. Das war wirklich ein bisschen... Steinfeldschlüssel nochmal wieder, sehr schön. Da freue ich mich immer drüber. Hi. Dum. Ich wollte gerade sagen, war hier nicht. Jupp, hier war. Sehr schön. Gut, dann bin ich jetzt am Überlegen. Muss ich jetzt damit zu denen da oben oder muss ich... Ich gehe mal zur westlichen Hauptstadtwahl. Ich gehe mal sicherheitshalber... Ich mach mal sicherheitshalber das mit über ihn hier und so, dafür brauche ich nämlich auch definitiv die Larventräne, weil ich mich einmal umbasteln muss. Werde ich zumindest vermuten. Und dann möchte ich mich natürlich auch logischerweise wieder zurückbasteln. Weil ich nicht mit einem Magier bzw. Magie-Glaubensbild spiele. Okay, den ignorieren. In der Hoffnung, dass ich den ignorieren kann. Ja, kann ich, sehr schön. Hi. Oh, yes, the master is and after coming. It's good to see you're indeed. So, Anrufung studieren, dringende Heilung, Großheilung, Gegengift, Magiefestung, Assassin. Radagons Lichtringe, mhm. Halt alle Steine für klar. 10.000 kostet das Ding halt. Die Frage ist, hole ich mir irgendwann noch die ganzen Spells oder nicht? Hm. Ein goldenes Licht. Weisheit 37, okay. Er zeigt einen goldenen Lichtring, der in einer weiteren. Mhm. Frucht der Fäulnis nicht schon lernen konnte. Ich würde ja gewinnen, des reinen Goldes, okay. Ja, dafür brauche ich Weisheit 37. Sorry, so intelligent ist mein Charakter nicht. Gut, ich setze aber jetzt erstmal einen Cut. So, natürlich geht es direkt weiter. Einmal zu Renala gehen. Damit sie mich, damit sie mich einmal umwandeln kann. Sound habe ich? Gut, oh.
Okay, da braucht gerade nur etwas länger, um zu laden. Okay. Art thou now a Okay, das ist einfach nur Wiedergeburt. Okay. Verdammt, ich hätte... So, Kraft. Ich weiß halt, brauche ich 37. Ich gehe mal lieber auf 40. Glauben packe ich mal lieber ein bisschen was rein. Wichtig. Kondition habe ich 40, Geschick 45. Ich pack mal lieber Geschick ein bisschen runter und dafür Kondition hoch. Ach komm, ja. Okay. So, ja. Jetzt sollte ich doch... Schlafgemachte Königin. So, dann brechen wir einfach mal in das Schlafgemachte Königin ein, wo wir ja sowieso schon links gesetzt haben. So. Zauber lernen. Gesetz der Regression. Mhm. So, Ja, hier muss ich hin. Okay. Den hier habe ich ja keinen. Okay, jetzt hat es funktioniert. Vielleicht war mein Charakter einfach nicht intelligent genug. Naja, egal. So, mal sehen, welches Geheimnis die Statue von Radagons jetzt vor uns versteckt hält.
Sag nicht, ich hab jetzt... Ich hab jetzt keine FP mehr. Das ist doch nicht wahr. Um schrittweise FP zu regenerieren, ja. Okay, alter Mann voraus und dann alte Frau voraus. Das klingt ja schon so, als würde... Warte mal, wie viel... vier goldene Saat, mhm. Wie viel kostet mich das Trickes? FP kosten 55. Mhm. Ich sollte... ja. Jetzt vielleicht mal endlich... Hallo? Bin ich so blöd oder... Oder wieso funktioniert das nicht? Hier hinten vielleicht oder... Das kann doch nicht sein, dass ich... Dass ich das mehrfach nicht hinbekomme. Ah, hier hinten. Oh. Es ist Kirin Marika. Hm. Radagon ist Marika. Ach du Scheiße, ey. Radagon ist... Eine Frau? Also Marika? Hä? Okay. Okay, that's complicated. So, ich gehe dann mal wieder mich. Umstufen. Wieder zurück zum zu dem, was ich eigentlich haben wollte. Oh, is it thy wish? Ja, Wiedergeburt. So. 40 Lebenspunkte, Kondition 40. Geschick war 45. Und der Rest ist Stärke. Die Überlegung, ob ich jetzt ein paar Dinge an Stärke packen sollte, anstatt... Aber nee, ich lasse es. Ich bleib bei dem, wie es so jetzt ist. So ist es, wie es sein soll. Gut, ich könnte ja nochmal schauen, ob ich jetzt... Ach, wieso denn große Last? Hier auch noch große Last? Hm. Habe ich schon mal gar nicht so viel schlechter? Habe ich hier eigentlich nochmal... Oh. Der hier würde tatsächlich noch... Der würde in einigen Bereichen sogar ganz guten Boost geben. Fokus und Robustheit geht halt runter. Lebenskraft, der ist halt... schwächer sogar. Die Handschuhe, da brauche ich glaube ich nicht
zuschauen, da... große Last. Ich denke aber, dass ich dabei erstmal so jetzt bleibe. Ja, gut. Damit habe ich das Geheimnis gelüftet. Geheimnis über Queen Marika gelüftet. Das heißt, ich sollte mal zu dem Dings zurückkehren. Der Geheimnis von Radagon gelüftet. Okay. Also, ich bin ja ein bisschen irritiert darüber, wenn Marika Radagon ist. Wie zum Fick hat sie seine Kinder geboren? Und so, weil das ist... Es ist mir noch nicht ganz schlüssig, wie das funktioniert. Dass sie mit sich selber... Aber naja, halt. Vielleicht muss man auch nicht alles nachvollziehen. Und vielleicht sollten einige Fragen besser unbeantwortet bleiben. Halt. Oh, sorry. Da musste ich... Da hat's in der Nase gejuckt. Ich frage mich gerade ein klein wenig, was es da mit den Blümchen da unten so auf sich hat. Aber... Ja, stimmt, da kann ich ja theoretisch auch runter, aber... ...44.000... Oh, du möchtest doch kämpfen. Na gut. Oh, damit du einmal da. Das ist eine ganz schön gute Poise, muss ich sagen. So, 47. Hi, ich habe euch was mitzuteilen. Höre zu und staunet. Oh, was that you? Yes, the master is still sick and after coming. Who exactly? The master is stumped. His finger has remained. But the Erd tree. Why must these? We were on the fen. Gesamtheit der Ordnung, okay. What on earth did you do to the master? Well, not that I'm complaining. Master's finger moves again, resuming his cogitation. More than good enough for me. I haven't the words to thank you. So I'd like to pass this on to you instead. A glimpse into the heart of the Golden Order. Documented by yours truly. Okay. Das ewiger Schild erhöht die Affinität und Effektresistenz des Schildes in eurer linken Hand. Mhm. Keine Ahnung, ob mir die anderen Sachen auch schon vorher waren, aber das auf jeden Fall. Sieht der elektrifizierte Waffe, finde ich auch nicht schlecht. To think that Radagon was Marika herself. Or at least such is all I can interpret from the rhythm and calculus of his finger. How would such a thing even have been possible, I wonder? Ja. I cannot comprehend it myself. Do you ja, have manche a Sachen. Understanding of the matter? Oh. Well, either way, I can continue my documentation. In truth, it matters very little whether I understand the master's thoughts or not.
I am merely his scribe. It is my sole and unwavering purpose. Okay. Damit habe ich ihn erstmal ein bisschen verwirrt. Läuft. So, ich denke, hier geht's dann weiter zum nächsten Gegner. Hier geht's noch. Hier muss ich noch weiter. Und dann haben wir noch Octanea. Dann muss ich auch noch irgendwie unterhalb der in die Suas, nenne ich mal. Ich weiß gerade nicht mal wie. Der Hauptstadtkapelle, Straßenbalkon. Westliche Hauptstadtwahl. Ich denke, im Hauptstadtbalkon könnte das Ding sein, wo ich, oder ich meine, unter Hauptstadtkapelle könnte es sein, womit ich weiter Richtung Kanalisation komme. Dort möchte ich ja auch nochmal hin, weil dort unten ist ja auch noch was. Aber nun ja. Ich bedanke mich jetzt hier erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.